Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin. Das ist das muslimische Gebet. Es ist ein Moment, wo man sich löst von der Welt, auch symbolisch und innerlich. Schon der Akt, der Beginn des Gebetes, beginnt mit einem Lobpreis Gottes, Allahu Akbar, also groß allein ist Gott. Und dieser Akt des Wegbewegens oder Abstoßens von der Welt und des Verbundenseins, Verbundenwerdens mit Gott, das ist der Beginn des rituellen Gebets und eben schließt eben ein, sich ab diesem Moment voll auf den eigentlichen Dialog mit Gott zu konzentrieren und sich Gott hinzugeben. Und das ist der Gottesdienst. Wenn man in die Moschee geht und nachdem man seine rituelle Waschung vollzogen hat, sich dem Gebet widmen möchte, dann hat man die Möglichkeit, individuell das Gebet zu verrichten und das kann man unabhängig von anderen Menschen machen, alleine im Raum, irgendwo, mit Abstand zueinander. Aber das gemeinschaftliche Gebet, was geleitet wird auch von einem Imam, einer aus der Gemeinde, das ist normalerweise so, dass man da wirklich zusammenrückt und so nah zusammenkommt, dass man wirklich Schulter an Schulter, Fuß an Fuß zusammenkommt und zusammenrückt. Also auch eine gewisse Berührung da ist. Und es ist eine Art auch Symbolik von, also man steht zusammen in der Gemeinschaft vor Gott. Das ist natürlich auch wieder ein Moment, der jetzt durch die gegebenen Umstände auch nicht da ist oder nicht geleistet werden kann. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das Besondere ist natürlich im Ramadan, dass die Gemeinschaftlichkeit oder die Gesellschaft, die Geselligkeit ist nochmal viel intensiver. Ja, das beginnt eben auch schon damit, dass man das Fastenbrechen normalerweise auch nicht alleine unbedingt begeht mit der Familie, sondern schon dort auch Besuch empfängt, zu Besuch geht oder sich in der Gemeinde wieder trifft zum Fastenbrechen. Und das jeden Tag einen Monat lang. Also insofern ist der Ramadan wirklich so auch der gesellschaftliche Höhepunkt, wenn man möchte. Abgesehen vom spirituellen Höhepunkt, auch der gesellschaftliche Höhepunkt, also ein ganz intensives Miteinander, was man pflegt. Und das ja, ist jetzt mit dem Coronavirus natürlich unterbunden. Das Zentrale in unserem Glauben ist unsere Schrift, die Heilige Schrift, der Koran. Und es ist dieser Monat, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Insofern ist dieser Monat auch der Monat des Korans. Und das Fasten, was rumherum eigentlich geschieht, diese Enthaltsamkeit und Entschleunigung aus dem Leben, das dient eigentlich auch nochmal in erster Linie dazu, dass man sich wieder zurückbesinnt auf das Wesentliche. Natürlich auf der einen Seite auch wertzuschätzen lernt, die Gaben, die uns ständig umgeben, aber auch das, was uns Gott geschenkt hat, unseren Glauben insbesondere und sein Wort, dass man sich diesem widmet, darüber reflektiert und das auch nochmal natürlich in der Gemeinschaft und sich so nochmal noch viel intensiver auch dem gemeinschaftlichen Gebet, dem Gottesdienst auch widmet. Und das ist so ein, das sind so Momente im Ramadan, auf die man sich natürlich freut und insbesondere dieses gemeinschaftliche Miteinander, dass man das jetzt nicht mehr so intensiv erleben kann. So, das ist natürlich etwas, was einen irgendwo auch betrübt, ja, würde ich sagen. Es ist, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch ganz gut so in dem Sinne, dass man vielleicht noch intensiver auch die Möglichkeit hat, nochmal in sich selber zu kehren oder über sich selber nochmal zu reflektieren. Denn das Fasten ist natürlich etwas, was nicht einfach nur Hungern und Dursten ist, sondern noch viel mehr. Das Fasten ist
auch ein innerer Wandel, der stattfinden soll. Es ist auch eine Art Läuterung des Inneren, der Seele, wenn man so will. Und alle schlechten Eigenschaften, die man vielleicht in sich trägt, und keiner von uns ist perfekt, dass man diese von sich wirft, abwirft, oder dass man sich bemüht. Das Fasten ist eine Disziplin, die eben auch diese Mühe mit sich trägt, Anstrengung eben an seinem Charakter zu feilen. Und all das ist auch das Wesen, das Wesen an sich des Fastens. Und das alles bleibt natürlich erhalten. Also, und darauf muss man sich insbesondere jetzt natürlich nochmal vielleicht intensiver auch konzentrieren, fernab dessen, dass man eben nicht mehr in der Gemeinschaft ist oder nicht mehr so intensiv.